Oder man muss sich immer rechtfertigen, immer Fitner hier, Fitner da. Das ist, Bruder, du weißt selber auch mal, so geht das nicht. Das ist Eib und Haram. Ja, Wallah, Bruder. Die wissen gar nicht, was passiert ist. Von seinem 6-Sekunden-Video, der hat mein Leben auseinandergenommen. Also, es ist zwei. Ich will erstmal auf jeden Fall wegen der Show. Wir waren da oben im Backstage, ganz oben, im VIP. Und unten haben sich zwei Parteien gestritten. Ich weiß nicht mal, wer sich gestritten. Ich habe nur im Nachhinein erfahren, das waren Araber gegen Tschetschener, sollten sich gestritten haben. Ich weiß es nicht mal. Dann bin ich runtergegangen und wollte schlichten. Die meisten haben mir gesagt, nein, lass sie. Ich meine, nein, ich lasse niemanden. Ja, am Ende des Tages, weißt du auch mal, das sind zwei Brüder, egal wie, es gibt ein Missverständnis. Das Missverständnis muss nicht da ausgetragen werden. Es kann Leute verletzt werden, da sind andere Gäste, die gar nichts damit zu tun haben. Und du weißt, so ein Tumult kann ganz schnell nach hinten losgehen. Dann bin ich hingegangen und habe am Anfang sogar geschrien, hey, ihr geht nicht da, und ich habe die andere Partei mitgenommen. Und dann waren die sich gegenüber und habe geschrien, was soll das hier? Also ich habe nicht eine Person oder ein Volk angeschrien, ich habe geschrien, dass alle runterkommen. Nicht mehr und nicht mehr. Okay. Ja, du weißt auch. Und nochmal, du weißt das, Mag weiß das, und auch Momo aus Stuttgart, der weiß das auch. Ja? Alle von oben bis unten, ich habe gesagt, wir sind Muslime, wir sagen uns Assalamu alaikum. Wir bekennen uns hier. Das ist Hype für jeden von uns. Auch von mir. Und wäre ich nicht dazwischen gegangen, es wäre auch Hype von mir. Weil sonst hätte ich sie gelassen, als mir doch scheißegal, soll sich umbringen. Falsch. Verstehst du? Wir reden immer von, ich bin Muslim, mach Khair für alle, Bruder. Auch Khair für die Jungs. Auch die Polizei kam zu mir. Ich habe keinen Streit mit dir, das sind meine Brüder. Ja? Die haben einen Kämpfer, die wollen hier kämpfen und jeder geht seinen Weg. Da meinst du, nein, wir wollen Platzverweis geben. Ich meine, nein, braucht ihr keinen Platzverweis geben. Weil wenn, dann müssen die anderen auch Platzverweis bekommen. Es ist nichts passiert, Alhamdulillah. Das war nur ein bisschen, wie sagt man so schön, zu viel Testosteron. Verstehst du, was ich meine? Offiziell. Ist zu viel Mehr Scheiß. Nicht. Ja, keine Ahnung, jemand. Und es, die sollen nicht diese Videos rausschneiden, wie sie wollen. Schämt euch ein bisschen. Aber das ist diese Plattform. Aber die Jungs wissen, ich weiß es. Und der Rest zählt nicht. Wir wissen es, Punkt. Ja, Wallah. Jeder, der da war, der weiß ganz genau, wie was alles abgelaufen ist. Und ich sage euch, ohne Arafat, da wäre eskaliert. Total. Sogar, Wallah, Omar, du weißt, die Rauschmeister kommen, da ist Streit. Irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte mich nirgends mehr wollen. Am Ende des Tages sah es so aus, dass LKA dachte, ich hab Streit. Ich meine, nein, ich war der Schlichter. Ich bin geschlichtet. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hatte, Alhamdulillah, ich habe mit niemandem Streit. Und ich will auch mit niemandem Streit haben. Na klar gab es Kreaturen, die laufen da rum wie, keine Ahnung, der eine ist auf Avenger, einer auf dies, einer auf, ich weiß gar nicht, wo die Leute herkommen. Man lässt sie rein, man gibt den Karten, man respektiert sie, hier hast du eine Karte, du musst bezahlen, essen, geh trinken, du kannst überall hin. Und dann fangen sie an zu provozieren. Ich sage dir, bei allen Respekt, unter nie wieder in mein Leben. Nie wieder. Weißt du, man wollte hingehen, man eine coole Show. Die Leute sollten Spaß haben. Mehr und nicht weniger. Und nicht hier dann auf einmal rassend. Ich bin Araber, ich bin Tschetschene, ich bin Palästinenser, ich bin Türke, ich bin Kurd. Was soll der Scheiß? Was ich erwartet habe, ich hab Anstand und Respekt erwartet. Von jedem. Ja? Und wo ich kriege Informationen, da stand auch meine Cousins. Und mein Sohn stand auch da. Also habe ich den auch angeschrien? Nein. Ich habe geschrien, dass wieder alle runterkommen. Und habe gehofft, dass sie so viel Anstand und Respekt haben. Abdullah, die hatten so viel Anstand und Respekt. Das war. Die Veranstaltung war perfekt, außer diese Streitigkeiten. Oder nicht nur die, auch im Ring. Die haben sich auch gestritten. Das heißt, geh hin. Ich meine, ich gehe nirgends mehr vor. Oder ich bin kein, keine Ahnung, was heißt das? Gar keinen. Irgendwann kriege ich einen Herzinfarkt wegen dir. Für was? Für so eine scheiß Veranstaltung?
Ja, und am Ja. Ende des Tages, guck mal, am Ende des Tages hat sich keiner getraut, dafür zu gehen. Reden wir mal Tacheles. Keiner, nein, im Gegenteil. Die haben sich nur noch mehr angespornt, dass wirklich Bella passiert, dass jemand verletzt wird. Und am Ende des Tages bin ich der Buhmann. Egal wie du es machst, du bist der Buhmann. Omar, wie oft hast du erlebt? Hat dich die ganze Polizei da nur nach mir gefragt? Ja. Da waren Für sogar was? in die Veranstaltung drinne Kriminalpolizisten. Die haben observiert von Seite. Voilà. Und nochmal, ich bin kein Recht, aber ich wollte es nur mal geklärt haben. Nicht, dass sich irgendjemand gekränkt fühlt oder nicht gekränkt fühlt. Und jetzt zu dir, Omar. Ich meine, das ist er. Du und Atlantix, ihr seid Brüder und Moslems. Egal was passiert, klärt eure Sachen nicht. Nimm sein Telefon, rede mit ihm. Bruder, ich will das gar nicht diskutieren. Das ist alles Hype. Wallah, Bruder, das ist Eib. Ich schwöre auf alles, das ist Eib. Ich habe auch, als ich gestern reingegangen bin, ich habe gesagt, ja nee, Bruder, guck mal. Bruder, guck mal. Vertrau auf Allah und Allah. Ruf ihn an, geh mit ihm einen Kaffee. Ramadan ist vor der Tür. In dem Samih Karim, der vergibt, Allah ist Karim. Punkt. Und Ja, dann sprach er Bruder. mir. Auf jeden Fall, Bruder, Wallahi Arafat, ich habe ihn geschrieben, wenn das ein ernstes Gespräch ist, lass uns bitte das privat klären. Wallah. Ruf ihn an. Ja, zeig ihm deine Liebe. Und Thema erledigt. Egal, ob du schuld oder nicht schuld bist. Punkt. Sowieso. Alles. Okay, ich liebe euch alle. Wie Kurt Ibo sagt, ich liebe euch alle.